euch die Schuhsammlung zu drehen. Und dann dachte ich mir so, wisst ihr was? Nein. Ich hatte seit längerer Zeit so eine Videoidee im Kopf, die ich jetzt heute endlich umsetzen wollte. Und zwar geht es um meine schlechten Angewohnheiten. Ich glaube, das ist so ein Thema, wodurch ihr mich besser kennenlernt, auch mal erfahrt, wie dumm ich in einigen Sachen bin. Und deswegen habe ich meine Familie und meine Freunde gefragt, was denn so meine schlimmsten Angewohnheiten sind. Die erste schlechte Angewohnheit bekommt ihr eigentlich gar nicht so mit, weil ich mir immer vorm Videodreh die Fingernägel lackiere. Heute habe ich das jetzt mal extra nicht gemacht, denn so sehen meine Fingernägel normalerweise aus. Einfach nur abgeknibbelt, außen immer so Nagellackreste. Ich bin einfach so total der Mensch, ich knibbel immer die Nagelhaut ab, ich knibbel immer die Nägel ab. Generell sind meine Nägel halt sehr weich und ja, die kann man einfach so abreißen und dementsprechend mache ich das auch. Ich habe auch früher sehr stark an denen gekaut. Mittlerweile kaue ich gar nicht mehr so, sondern ich knibbel immer so rum. Ich hatte mal diesen Nail Stop, irgendwie sowas von der Apotheke. Dann habe ich eine kurze Zeit gar nicht an meinen Fingernägeln gekaut. Aber meine Nagelhaut sah trotzdem richtig schlimm aus. Ich creme die ganz, ganz oft ein, damit die nicht blutet. Manchmal habe ich auch komplett hier Blut über dem Finger, weil ich meine Nagelhaut so aufreiße. Besonders dieses Geräusch können ganz, ganz viele nicht haben. Und dann ist das immer so, oh mein Gott, hör auf. Insbesondere, wenn mir langweilig ist, sitze ich einfach so in der Schule, knibbel meinen Nagellack ab, knibbel die Nägel ab. Zum Beispiel, als ich eine Woche krank im Bett lag, hatte ich plötzlich voll die gute Nagelhaut, hatte voll die langen Nägel. Seit ich wieder in die Schule gehe, nicht mehr so. Eine Sache, die mir erst vor kurzem bewusst geworden ist, ich bin total der schlechte Zuhörer, wenn es darum geht, dass Leute mir etwas erzählen. Ganz oft ist es so, dass eine Freundin mit mir über etwas redet und ich bin im Kopf dann so, entweder denke ich über Videos nach oder über Essen oder über was weiß ich, ich habe ein Lied im Kopf und höre dann gar nicht zu. Und eigentlich ist das voll gemein und ich mache das auch gar nicht extra, weil ich selber auch total der Mensch bin, der sehr gerne redet und Leute voll labert, auch wenn es die nicht juckt, hören die zu und ich höre irgendwie voll selten zu. Was eigentlich voll gemein ist, ich mache das ja auch nicht extra, sondern das ist dann irgendwann nur noch so, ja. Mir selber fällt das auch nie in den Situationen auf. Ich meine immer selber, ich höre immer zu. Es liegt auch daran, dass ich mir Sachen sehr schlecht merken kann. Also es ist zum Beispiel so, wir waren im Urlaub und dann haben mir meine Freundinnen erzählt, dass es total regnerisch war. Und ich hatte es ganz anders in Erinnerung. Ich weiß nicht wieso, ich kann mir so Sachen niemals merken. Meine Schwester ist so, boah, vor 4 Jahren war es so und so. Und ich bin so, weiß ich nicht mehr. Wenn wir schon mal davon reden, meine Laune wechselt so schnell. Manchmal komme ich in die Schule und laber und laber und laber und ich weiß, dass es meine Freundin nicht juckt, aber ich will in der Situation einfach nur labern. Und dann gibt es wieder so Situationen, die reden mit mir und ich denke mir so, das bezieht sich auch voll auf Familie. Manchmal rede ich so mit Laura, manchmal singen wir und manchmal kommt sie in mein Zimmer, fängt an zu singen, legt sich in mein Bett. Und es könnte mich nichts mehr aufregen, als sie, wie sie in meinem Bett liegt. Eine Sache, die ich auf meinem YouTube-Channel und generell so öffentlich nicht zeige, sind meine dummen Grimassen. Ich habe eine sehr schlimme Angewohnheit, Leute einfach so mit einer dummen Grimasse anzuschauen. Dann sitze ich da einfach so, gucke eine Freundin an, mache Fedoblick. Ich könnte jetzt sehr viele schöne Grimassen vormachen. Dann weiß ich aber, dass ihr Screens macht und mir die überall schickt. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal nicht. Ich habe auch sogar einmal aus Versehen meinen Lehrer angeguckt mit einem komischen Blick, den ich immer mache. Das ist mein Blick, wo ich die Nase so so mache. Das habe ich euch schon mal auf meinem Vlog-Channel gezeigt. Das ist mein Lieblingsblick. Also jeder, der diesen Blick sehen möchte, kann auf meinem Vlog-Channel nachsehen. Auf jeden Fall habe ich meinen Lehrer so angeschaut und der hat auch ein bisschen komisch geguckt, aber ich habe es einfach ignoriert, so als wäre das niemals passiert. Eine weitere Sache, die mir heute klar wurde, ich diskutiere zu gerne. Das war heute, hat meine Schwester mir gesagt, du diskutierst immer. Und dann ich so, hä, gar nicht? Das ist genau das, was sie meint. Ich bin immer so, ja, das und das ist so. Dann bin ich so, nein. Und eigentlich habe ich Unrecht, aber ich möchte manchmal einfach so auf meiner Meinung stehen bleiben, weil ich mir denke, man sollte ja seine eigene Meinung haben und nicht sich so leicht von anderen beeinflussen lassen, auch wenn ich weiß, die andere Person hat Recht. Habe ich oft es ein bisschen schwierig zuzugeben, okay, du hast Recht. Dann bin ich meistens so, okay. Und der letzte Punkt sind meine Kelly-Family-Haare, wie sie meine Schwester nennt. Ich muss sie definitiv abschneiden und färben. Die gefallen mir momentan gar nicht. Ich schmeiße sie immer allen Leuten ins Gesicht. Ich glaube, jeder Mensch hat so eine Haarbewegung, die er täglich macht. Bei mir ist es die Bewegung. Ich nehme erstmal alle Haare nach vorne, nehme dann die vorderen Strähnen und schmeiße die so nach hinten. Und ich glaube, dabei schlage ich sehr oft Leuten Haare ins Gesicht. Auch wenn ich manchmal so mache, schlage ich auch sehr oft Leuten Haare ins Gesicht. Schreibt mir mal, wie viel ich abschneiden soll. Haarfarbe habe ich schon zu Hause, die werde ich bald färben. Und von der Länge her möchte ich die ungefähr bis hierhin. Das ist dann so ein Stück, was abkommt. Vielleicht werde ich dann danach noch mehr abschneiden. Ich fände ja auch mal wieder
so eine kürzere Länge ganz gut, dass die einfach mal ein bisschen... Ja, ich habe das Gefühl, ich habe einen Mob auf dem Kopf. Irgendwie, ich bestehe nur noch aus Haar. Schreibt mir mal, was ihr denkt, was mir stehen würde. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder ein Däumchen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir eure schlechten Angewohnheiten mit dem Hashtag Ilonas schlechte Angewohnheiten auf Twitter, Instagram und gerne auch auf Snapchat. Ich versuche so viele Leute wie möglich anzunehmen. Das ist ein bisschen schwierig. Und hier unten verlinke ich euch jetzt meine letzten zwei Videos aus meiner Serie, was ich in der denke. Ich habe hier einmal, was ich beim Aufstehen denke und einmal, was ich in der Schule denke. Könnt ihr euch beide gerne anschauen. Sind so gut bei euch angekommen. Falls ihr Ideen habt für eine Weiterführung, schreibt mir die. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!